Servus aus Dubai, hier ist der Olaf. Unser heutiges Thema: Geld, Währung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Vereinigten Arabischen Emirate bestehen aus 7 Einzelemiraten. Das sind die Emirate Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah und zu guter Letzt Fujairah. Wenn du also planst, deinen Urlaub an einem dieser Orte zu verbringen, dann benötigst du als Zahlungsmittel den Dirham. Er wird auch AED, DHS oder DS genannt. Doch wie kommst du an diesen Dirham dran? Das verraten wir dir jetzt. Das meiste holst du aus deinem Euro oder Schweizer Franken raus, indem du Bargeld mit in deinen Urlaub nimmst. Die erste Möglichkeit zum Geldwechseln hast du bereits nach der Landung am Dubai Airport. Hier steht dir ein Bankschalter 24 Stunden lang zur Verfügung. Die zweite Möglichkeit, wenn du bereits in Dubai bist, alle Shoppingcenter oder auch in der Altstadt gibt es Wechselstuben und Banken, die dir deine Euro bzw. Schweizer Franken umtauschen. Wie weißt du jetzt, ob du einen guten oder einen schlechten Wechselkurs hast? Du musst dir eine App auf dein Handy, Smartphone laden. Eine App, die findest du unter dem Suchbegriff Umrechnungskurse oder Währungsrechner. Wir benutzen die App A-Currency. Bei dieser App kannst du dir Euro, Dirham einstellen und du kannst dir auch ein Widget auf deinen Startbildschirm laden. Das Einzige, was zu beachten ist, zeigt die App zum Beispiel 4.07 Dirham für einen Euro an, ist der Auszahlungskurs immer ein wenig niedriger. Und zwar um diese 0,007. Das heißt, zeigt dir die App 1 Euro ist gleich 4,07 Dirham an, bekommst du in etwa 4 Dirham ausbezahlt. Der Auszahlungskurs ist also immer ein wenig, um diese 0,007, geringer als das, was dir die App anzeigt. Des Weiteren musst du wissen, dass jede App, jeder Umrechnungskurs immer tagesabhängig ist und wechselt. Du wirst mit der Zeit ein Gespür dafür kriegen, gerade wenn du jetzt noch in Deutschland bist, lade dir die App runter, schau ein paar Mal drauf am Tag. Du kriegst also ganz schnell ein Gespür dafür, was denn 1 Euro letztendlich an Dirham hergibt. So, das dazu. Du kannst natürlich in Dubai auch mit oder generell in den VAE mit der Kreditkarte bezahlen. Es sollte eine gesunde Mischung werden. Wenn du abends zum Essen gehst, wirst du die Kreditkarte zücken und deine Rechnung bezahlen. American Express wird hier in Dubai nicht gerne gesehen. Master, Visa Card, kein Problem. Du kannst natürlich auch mit der Master oder Visa Card Geld am Automaten holen. Dazu brauchst du aber dann auch deine Geheimzahl. Sonst funktioniert das nicht. Ich hoffe, wir konnten dir mit diesen Tipps ein bisschen rund um das Thema Geld weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, schreib sie irgendwo in die Kommentare. Wir posten das hier auf Facebook, wir posten das auf unserer Dubai Premium Live Seite. Wir werden das auch auf YouTube posten. Also egal, wo du uns findest, dieses Video, schreib einfach deinen Kommentar oder deine Frage und wir werden sie dir zeitnah beantworten. Das war's erstmal für heute. Weitere Tipps gibt es in Kürze. Wir werden den kompletten Reiseführer nach und nach mit dir besprechen und die verschiedenen Themen dazu auch aufgreifen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen heute. Dein Olaf von dubaipremiumlive.de oder auch besuche-dubai.de. Servus, bis dann.